Hallo Leute, heute sind wir hier unterwegs im Harz und hier wollte ich mir mal das ehemalige Erholungsheim Hermann Duncker, glaube ich, heißt das, anschauen. Das ist noch aus den DDR-Zeiten und steht schon sehr lange Zeit verlassen. So schaut das Ganze aus. Mal gucken, ob ich da einen Eingang finde. Schon einmal gefunden. Das Ganze hier aus. Das sieht schon ziemlich krass aus. Oh ne, der ist total Dings hier. Total weich. Schaut die Treppe aus. Und so wie ich das gelesen habe, war das früher ein wirklich schönes Gebäude. Und ich hoffe, die Treppe, Alter, die hält mich hier noch aus. Sehr gefährlich hier. Empfehle ich niemanden hier reinzugehen. Hat's reingeschneit.
schöne alte Lampe hier. Jetzt nicht hoch, weil die Treppe blockiert ist. Versuchen wir es mal auf die Seite. Ich bin ja nicht alleine. Hier ist auch noch was unterwegs. Alte Gardinen. Was schaut das draußen aus? Das war mal bestimmt das schöne Zimmer mal früher. Alleine. Hier sind noch zwei Menschen unterwegs, die sich diese Location heute ausgesucht haben. In Corona-Zeiten. Im Lockdown. So schaut halt dieses Erholungsheim heutzutage aus. Also sehr, sehr gefährlich hier. Sehr gefährlich. Die Treppe hier. Schneit es. Oh, ja, noch ein altes Lattenrost. Hier für die Vorhänge und Rouladen und sowas. Alter Schrank. Fohlennestchen. Ja, guck mal. Hier ist sogar noch ein Stuhl und ein Tisch. Und draußen schneit es richtig schön. Schaut euch das an, Leute.
sehr abenteuerlich hier, sehr abenteuerlich. Aber ich sehe frische. Oh. Aber jetzt perfekte Wetter erwischt. Traumwetter. Das sieht schön aus hier. Das sieht richtig schön aus hier. Ich kann mir vorstellen, als das alles noch intakt war. Was eine Traumaussicht. Echt schön. Echt schön. Sind sogar noch ein paar Fensterheile, haben sie nicht alle kaputt gemacht. Und auch die blauen da. Oh, hier. Die Natur findet sich ihren Weg. Hier oben fangen an Bäumchen zu wachsen. Panorama, Panoramablick. Ja, wie gesagt, da sind noch ein paar andere Leute unterwegs, die machen Fotografien. Ich habe noch gesagt, dass die schon einige Mal hier waren. Im Jahr 2009. Ja, und seitdem ist es einfach nur noch, seitdem ist einfach nur noch mehr kaputt gegangen. Also diesen Raum, den habe ich auf den Bildern auch oft gesehen, ja. Genau diesen Raum. Ich werde mal gucken, ich werde glaube ich nochmal dann die Drohne starten und das Ganze mal von oben sich mal anzuschauen. Jetzt brauche ich wieder meine Taschenlampe. Schaut mal hier noch ein bisschen. Alte Einrichtung. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ach, gar nicht so alt hier. Was heißt gar nicht so alt? 19. April 2004. 16, bald 17 Jahre. Komischerweise, dass die hier die Kabel und so noch nicht rausgeholt haben. Das wird auch gerne eigentlich so gemacht. Alte Lampe. Sieht auch geil aus. Hier.
sich mal jemand gemütlich gemacht. Ich sah auch ein bisschen was von der Einrichtung. So war das sozusagen in die Wand integriert. Aber das ist auch was Nettes. Toiletten hier, ne? Duschen wahrscheinlich. Hat jemand Feuer gemacht? Ja, das waren mal die Duschen. So sahen mal die Duschen aus. Also Duschraum. Denke mal. So im Großen und Ganzen alles eingestürzt. Na, guck mal an. Noch ein alter Kühlschrank. Aber richtig übel. Aufzug, elektrischer Betriebsraum, unbefugten Zutritt verboten. Ist gar noch weite Sicherung drin. Und so. Ja, Leute, ich denke mal, das war's soweit erstmal. Jetzt gehe ich noch ein paar Drohnenaufnahmen machen. Tja, heute ist der 30. Dezember. Morgen ist der 31. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und dass das nächste Jahr für alle besser wird. So, sind hier draußen. Also hier ist ein ganz schöner, auch wenn es jetzt vor einer Woche geschneit hat, ist hier ein ganz schöner Trampelpfad. Scheint recht gut besucht zu sein, das Haus. Aber ist auch sehr interessant. Sieht sehr interessant aus. Interessant. Jetzt muss ich dann noch irgendwie wieder auf die andere Seite kommen. Ich habe nicht das beste Schuhwerk an.
Mann, ich habe vernünftige Schuhe im Kofferraum. Eigentlich wollte ich erstmal nur kurz gucken, ob ich hier reinkomme. Eigentlich sollte das nur eine Erkundungsmission sein. Ja, jetzt muss ich nur noch meine Familie finden. Mit meiner Frau und meinen zwei Jungs hier. Weil wir wollten das eine mit dem anderen verbinden. Das ist hier halt im Oberharz. Schirke nennt sich das. Ja, wo sind die denn? Ich glaube, ich habe sie gehört. Meine Familie. Da sind sie. So Leute, wie gesagt, ein frohes neues Jahr und hoffen, dass das nächste Jahr besser wird. Bis zum nächsten Video.